Hallo und herzlich willkommen zum Hotel Renovator. Was ich jetzt als Demo zum ersten Mal anspiele. Mal gucken, was uns hier erwartet. Vom Namen her kann man das sich schon denken. Renovieren, ausbauen, Möbel und so weiter, alles platzieren. Mal gucken, wie weit das in der Demo geht. It looks like we have an uninvited guest. Let's show her who's boss here. Catch her. Ich soll das Huhn schnappen. F. F, F, F. Yay! I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. She'll like the fountain. Wo soll ich das rausschmeißen? Aber es sieht schon sehr nach sehr viel Arbeit aus. Ich glaube hier aus dem Fenster, ne? Ja. Welcome to the demo version of Hotel Renovator. We're so glad you've joined us. Sorry about the hen. Nobody invited her. As you can see, the hotel is in disrepair. We need to put a lot of work into it, and yet we already have guests waiting to stay here. A film crew decided that the interior of our hotel would be the perfect setting for a music video. They will arrive soon, so we have to prepare a room for them. This will be your first task. The crew will be filming a music video for an up-and-coming rock star. It might be difficult to impress them with a one-star interior, but limitations stimulate creativity, as some people like to say. Bear that in mind and go to room 101. Ein bisschen die Empfindlichkeit hier runterstellen von der Maus. Dass es beim Drehen nicht so komisch ist. Wow. Who would have thought that it would be us inheriting this hotel from our grandpa? We always stayed in this room during our visits, remember? Ah, good times. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place. But be careful. We don't want to destroy anything valuable. You can later sell some of the things you find. Ups.
Ja, man muss noch nicht mal so nah dran stehen. Umso länger man drückt, umso weiter breitet sich das hier aus. Die Fläche wird größer. Wenn ich nur kurz mache, dann macht er das. Ich nur auf einer Fläche. There's lots of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. Perfect! Now it's time for a new floor and walls. Choose something modern and tasteful. Ich sauge erstmal den Rest hier auf. Denn schon. Was? Ach so. Machen wir ein Meerhotel oder so.
Oder Bananen. Mal, was noch so alles gibt. Bin sehr kreativ, angehaucht. Zwinker, zwinker. Hier ist das besser Badezimmer. Da müssen wir was anderes nehmen. Ja.
The guests are arriving soon. Open the hotel app to check how many are coming. Now for the most pleasant part, furnishing. Let's start with beds. Guests need to have something to sleep on after all. We'll also need chairs and a nice little table, so the whole room's appealing to look at. Okay. Erst Zimmerpreis, ne? Das ist der Zimmerpreis. Wie kann ich jetzt hier was? Gucken wir uns mal. Ah, okay, demnächst verfügbar Fähigkeiten gibt es dann auch noch. Nicht verfügbar. Komische Farben verfügbar. Ganz kurz mal.
Ups. Okay. Auch gut. Da hat die Schwerkraft etwas Einfluss genommen. Da irgendwie nicht rein, ne? Ich bin sehr kreativ. Ich weiß nicht, was Lichtdekoration ist. Ah, okay. Toll. Ich soll 5 Stück machen, aber habe immer überall das nicht viel freigestellt dafür. Nehmen wir die Schüssel. Das Badezimmer schon geputzt, du bist ganz schön motiviert. Ja, habe ich schon alles. Selbstverständlich. Das war, glaube ich, noch nicht mehr geplant. Ich sollte nur das Zimmer machen.
Ich glaube, das waren Männer, die da rein übernachten, ne? Dann kann man ruhig eine Toilette mit Klodeckel auf einbauen. Zwei Betten, zwei Tücher. Eine Heizung. Oh. Desinfektionsmittel, ganz wichtig. Zu den jetzigen Hotelzeiten. Excellent. Now you can confirm the booking. Remember that you can always add new furnishings and make the space more pleasant and comfortable. Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. Each guest has their preferences. One loves plants, the other will appreciate comfort more. Keep this in mind while booking.
Try to meet these preferences by placing the right accessories in the room. That will make our guests happier. Sofa hinzufügen? Echt jetzt? Gar kein Platz hier. Kann man hier nichts draufstellen? Ups, das war wieder die Schwerkraft. Also würde man da ja noch ein bisschen was machen, dass man da, ne, und so. Aber meine Kreativität. Ui. Nehmen wir das doch. Können wir hier noch ein bisschen in die Ecke stellen. Sieht man nicht. Sieht nämlich kacke aus. Unterhaltung hinzufügen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch an der Wand. I think that's enough for today. It's time to take a break and earn money from our first night. From now on, we'll have access to rank 2 items. You'll have more possibilities to show off your skills while furnishing the next room. Dear player, thank you for completing the demo version of our game. Don't forget to share your feedback on our Discord channel and by filling in the survey. We hope you're just as excited about the full game as we are. Next time you will have a big star to host, so pay attention to the Hotel Renovator Prologue announcement. See you soon. Ja, das war jetzt die Demo, wie ihr gesehen habt, nachdem die dort gewohnt haben. Lichterhaufen Müll. Muss man alles sauber machen. Soweit kommen wir jetzt nicht. Vielversprechend. Man kann da seine Kreativität, denke ich mir mal, seinen freien Lauf lassen. Und das wird auch vieles nach und nach freigeschaltet. Halten wir mal ein Auge, was da noch kommt. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst gerne ein Follow da, abonniert gerne, oder Follow ist ja abonnieren bei YouTube.
gerne ein Like da lassen, wenn euch das gefallen hat alles. Und dann bis zum nächsten Mal.